Könnt ihr mich von dem Schwert erlösen? Keine Magie dieser Welt kann die Klinge jetzt noch von eurer Seele trennen. Sie wird euch unweigerlich in einen Schatten verwandeln. Niemand kann das aufhalten. Ich kann euch nur die Schmerzen nehmen. Verflucht sollen sie alle sein. Ist das der Preis dafür, dass ich die Welt vor Arin gerettet habe? Ist das Gerechtigkeit? Es ist Schicksal. Nutzt die Zeit, die ihr noch habt. Nutzt sie zum Guten. Haltet euren Meister auf. Übt Vergeltung an dem, der eure Rache verdient hat. Das hat auch diese Stimme gesagt. Eine Stimme? Ja. Sie schienen mir zu sprechen. Sie klang wie jemand, den ich mal kannte. Ich glaube, sein Name war Darius. Ihr kennt Darius? Ich bin ihm einmal in Tirganach begegnet. Ein seltsamer alter Kerl. Wenn ihr Darius tatsächlich kennt. Nun, dieser Brief ist zwar nicht für euch bestimmt, aber ich weiß nicht, ob die Person noch lebt, für die er geschrieben wurde. Ihr lest den Brief. Auch wenn er nicht für euch ist, es ist wichtig, dass ihr erfahrt, was vor sich geht. Ja, die Person, ob sie noch lebt, damit meint sie den Phönixträger. Wir kriegen also unseren Brief nicht, weil wir ihn uns selber wegschnappen. Mein alter Freund, wenn ihr dies lest, werde ich bereits im Schlund der Finsternis verschwunden sein. Ich habe die Spur des Maskierten verfolgt, von den fensterlosen Gemäuern der Stadt der Seelen bis an diesen Ort. Seine Handschrift ist unverkennbar. Hinter der Maske verbirgt sich der Zirkelmagier Hokan Ashir. Und dann muss es die Maske des Belial sein, die er trägt. Aonir, steh uns bei. Er hat seine Zirkelbrüder aus den Gräbern geholt und sie nach Süden geschafft. Ich muss ihm folgen. Wahrscheinlich wird er das Dunkelwehrgebirge überqueren. Ich ahne bereits, wohin seine Spur mich führen wird. Ich habe Angst. Zum ersten Mal in meinem Leben begebe ich mich ins Ungewisse, in einen Schlund von Finsternis, die selbst der Lichtstrahl Aonirs nicht zu durchdringen vermag. Etwas Schreckliches regt sich dort im dunklen Herz des Dschungels. Ich muss handeln, aber ich weiß nicht, ob meine Kraft noch ausreicht. Nur eins lindert meine Furcht, zu wissen, dass ihr und Urias mir folgen werdet und ihr mir bald im Kampf gegen das Ungewisse beisteht. Sprecht mit der Dryade der Lebenseibe. Sie ist noch ein letzter Keim der Hoffnung, der in den verdorrten Landen Xus zu finden ist. Folgt ihrem Rat, sie wird euch den Weg weisen. Viel Glück, Freund. Ja. Kehrt zur Dryade und sprecht mit ihr. Ihr habt die Gefahr für die Dryade gebannt. Nur wird es Zeit, euer weiteres Schicksal zu erkunden, um mehr über die Pläne des Maskierten zu erfahren. Ihr solltet mit der Dryade darüber sprechen. Elends Segen. Was ist mit Darius geschehen? Meine Vögel haben ihn auf seiner Reise nach Süden verfolgt. Er überquerte das Dunkelwehrgebirge und verschwand im schwarzen Dschungel. Das ist ein Ort, zu dem meine Vögel nicht fliegen können. Es ist der Dschungel Zarachs. Weder die Götter noch ich können dorthin schauen. Wir haben dort keine Macht. Und dort will der alte Narr einen Zirkelmagier jagen? Er ist doch nur ein Schreiber. Was ist in ihn gefahren? Er ist mehr, als ihr denkt. Aber ein Narr ist er trotz allem, da habt ihr recht. Ihr müsst ihm helfen. Ich fürchte, er ist gefangen worden. Und das ist erst der Anfang. Der Maskierte hat begonnen, die anderen Zirkelmagier mit dem Essenztrank zu erwecken. Mit diesem Trank gibt er ihnen ihr wahres Leben und ihre Macht zurück. Unterwirft sie aber gleichzeitig seinem Willen. Er bringt den Zirkel aus dem Grab zurück? Unsere alten Meister? Ihr Götter, ich muss ihn aufhalten. So viel Macht hat eure Klinge nicht. Ihr benötigt etwas, was die Allfeuerkraft des Zirkels überwindet. Den Phönixstein. Er befindet sich in der Hand eines anderen Runenkriegers. Wo finde ich diesen Krieger und seinen Stein? Ich weiß es nicht, aber meine Vögel werden ihn für euch suchen. Ich gebe euch Nachricht, sobald ich ihn gefunden habe. Ihr müsst jetzt die untoten Armeen des Maskierten zurückschlagen und Darius aus dem Dschungel retten. Aber die Untoten haben das Dunkelwehrgebirge bereits abgeriegelt. Alle Pässe in den Dschungel sind verschlossen. Es muss doch einen Weg in diesen Dschungel geben.
Niemand kann ein ganzes Land abriegeln. Der Maskierte ist ein Zirkelmagier, vergesst das nicht. Aber es gibt jemanden, der vielleicht einen Weg kennt. Die Uru, eine weise Frau der Kartei. Ein Volk, das am Fuße des Dunkelwehrgebirges lebt. Sie kennt Geheimnisse über den Dschungel und das Dunkelwehrgebirge, die ich nie ergründen könnte. Sie kennt die alten Pfade des Zerbitenordens und vielleicht auch einen Weg in den Dschungel. Aber der Maskierte weiß, dass Urus Wissen ihm gefährlich werden kann. Deswegen wird Katai bereits von seinen Armeen belagert. Er will die Uru tot sehen. Wenn ihr Wissen der Schlüssel zum Reich des Maskierten ist, dann muss ich ihr Leben schützen. Ja, zieht so schnell ihr könnt nach Katai und zersprengt die Belagerung der Untoten dort. Rettet die Uru. Wie gelange ich nach Katai? In Empyria scheinen alle Tore nach Süden verschlossen zu sein. Eure Vertraute, die Diebin Alia, kennt Mittel und Wege, um durch die Tore zu kommen. Und sie kann euch auch Wertvolles über den Weg nach Katai berichten. Gut, ich breche sofort auf. Danke für eure Hilfe, Baumgeist. Mögt ihr von nun an Frieden haben. Wer ist dieser maskierte Hokan Ashir? Ein Mitglied des Zirkels und ein Nekromant des alten Zerbitenordens. Ein mächtiger Totenbeschwörer. Ich dachte, er hätte in der Konvokation bei Whisper sein Ende gefunden. Der Wächter des Phönix hat Hokans ruhelosen Geist während der Schlacht um Fiara die Maske des Belial gebracht. Sie hat ihm seine Macht und sein Leben wiedergegeben. Was für eine Narretei! Dann ist er an allem schuld. Schweigt! Er hat uns dadurch alle gerettet. Denn nur so konnte er den Phönixstein erlangen und Rohans Kreislauf vollenden. Aber dennoch ist Hokan nun frei. Und wenn der Zirkel erst einmal seine Macht zurück hat, wird uns das alles nichts geholfen haben. Aber warum schickt er mich, um euch zu töten? Ist eure Macht größer als seine? Ja und nein. Er kann diesen Hain nicht betreten. Die Maske hat ihn erweckt, aber er ist kein Mensch. Sie verbindet ihn mit dem dunklen Halbgott Belial. Heilige Orte sind dadurch für ihn verboten, es sei denn, sie sind Zarach, Belials Herrn, geweiht. Zwar habe ich keine große Macht, aber mein Hain ist die letzte Stätte des Lebens, die ihm trotzt. Deshalb schickt er Attentäter. Und sollten seine untoten Armeen je diesen Ort erreichen, dann wird der letzte Dryadenhain Xus Vergangenheit sein. Ja. Zum Glück ist da noch Katai im Weg und zum Glück sind wir unterwegs. Was wisst ihr über den Phönixstein? In seinem Inneren ist der Phönix eingeschlossen, ein Vogel aus reinem Allfeuer, alt wie die Welt und von großer Macht. Der Phönix lebt in den Strömen der Magie, seit die Zeit geboren wurde. Er ist weder gut noch böse, weder hell noch dunkel. Er gehört einfach zu dieser Welt, so wie die Wolken und der Himmel. Aber der Zirkel lockte ihn aus dem Inneren der Erde und bannte ihn in diesen Stein. Dann missbrauchten sie seine Macht, um ihre großen Zauber zu wirken. Der Runenkrieger barg ihn damals aus den Ruinen von Mulandir. Seitdem die Schlacht um Fiara vorüber ist, bewahrt er ihn auf. Er ist es, nachdem ich meine Vögel ausschicken werde. Ja. Was ist dieser Essenztrank? Es ist eine Flüssigkeit, welche die ursprüngliche Kraft des Lebens in sich trägt. Wird sie einem Toten eingeflößt, erhält er sein altes Leben wieder zurück. Wie kann der Maskierte so etwas herstellen? Er muss also das Blut eines Gottes gewonnen haben. Nur das hat die Kraft des ursprünglichen Lebens. Nur damit kann er die Zirkelmagier mit all ihrer Kraft wieder erwecken. Er hat das Blut eines Gottes gestohlen? So mächtig ist selbst ein Zirkelmagier nicht. Ich fürchte, er hat einen der Götter in seiner Gewalt. Aber ich bin mir nicht sicher, dieser Mann hat die Macht Belials, er ist unberechenbar. Was für eine Macht. Aber der Zirkelmagier lebte nicht nur. Er schien dem Maskierten auch hörig zu sein. Der Trank verleiht neues Leben, aber der Erweckte schuldet dieses Leben demjenigen, der ihm den Trank verabreicht hat. Das bedeutet, er muss ihm gehorsam sein. Dann hat er alle Magier des Zirkels als getreue Diener zu seiner Verfügung? Ja, der Zirkel wäre nicht nur wieder mächtig, er wäre auch vereint unter dem einzigen boshaften Geist Hokan Ashirs. Warum seid ihr hier gefangen? Weil ich einst die Gesetze der Götter gebrochen habe. Dieses Exil ist meine Strafe.
Auf ewig. Was habt ihr getan? Ich habe eine Grenze überschritten, die der Gottvater Aonir selbst bestimmt hatte. Ich habe nicht daran gedacht, dass auch schöne Dinge gefährlichen Schaden anrichten können. Ihr müsst verstehen, wir Dryaden gehen mit den Jahreszeiten. Und es war der Frühling der Welt. Alles blühte. Xu war damals ein Paradies. Es war eine wundervolle Zeit. Die Völker waren noch nicht geboren und die Götter wandelten noch auf der Welt. Und zu dieser Zeit fand ein Gott auch seinen Weg in meinen Hain. Gemeinsam erlebten wir einen wundervollen Frühling. Doch es kam der Tag, als die anderen Götter von uns erfuhren. Die Götter waren zornig darüber, dass ich gewagt hatte, einen der ihren zu verführen. Sie nahmen mir meine Macht und banden mich an diesen Ort. Heute bin ich die letzte der Dryaden der Lebenseibe. Ohne uns ist Xu zu einer Wüste verfallen. Nur dieser Hain hier ist die letzte Stätte der Fruchtbarkeit. Wäre ich nur frei vom Fluch der Götter, ich würde Xu wieder grünen lassen. Ich würde dieses Land wieder zu dem Paradies machen, zu dem es bestimmt war. Was ist mit den anderen Dryaden geschehen? Oh, es gibt noch Dryaden auf der Welt, nur nicht mehr hier in Xu. Als ich für meinen Frevel verflucht wurde, da begehrten meine Schwestern gegen die Götter auf. Sie wussten, dass ich nur gehandelt hatte, wie ich geschaffen war. Aber die Götter blieben unerbittlich. Und so legten viele meiner Schwestern ihre Macht nieder und verließen Xu. Ohne sie starben die Lebenseiben und das Land verfiel zur Wüste. Nur ich bin geblieben, durch den Fluch an diesen Ort gekettet. Könnte ich es nur rückgängig machen? Es tut so weh zu sehen, wie ein ganzes Land wegen mir verdirbt. Das Land verdirbt? Ja, ihr kennt den Norden Xus nur als Wüste. Aber einst war er ein Garten der Schönheit. Er war ein heiliger Ort voller Lebenskraft und wundervoller Geschöpfe. Nur wenig ist heute davon geblieben. Die letzten heiligen Stätten verdorren und nur noch eine einzige Kreatur aus jener Zeit ist am Leben. Und die Menschen stellen sie im Zirkus aus, als wäre sie eine Kuriosität. Könnt ihr nichts dagegen tun? Das könnte ich, doch ich darf diesen Ort nicht verlassen. Und meine Nymphen sind nicht stark genug für so gefährliche Reisen. Kann ich etwas tun? Ich will euch nicht noch mehr aufbürden. Ihr tragt schwer genug an eurem Schicksal, Freund. Lasst mich das entscheiden. Wie kann ich helfen? Es gibt heilige Orte hier in Xu, die noch erfüllt sind mit der ursprünglichen Lebenskraft dieses Landes. Aber nun sind sie von Dämonen und Untoten verunreinigt worden. Die Bäume, die dort wuchsen, sind verdorben und dunkle Kreaturen kriechen aus ihren verfaulten Resten. Ihr müsst diese Wunden im Antlitz der Natur verschließen. Ihr sagtet etwas von einer Kreatur? Ja, der letzte Irfit. Der Kaiser hat ihn aus meinem Garten geraubt und schließlich, nachdem er seiner überdrüssig war, an den Zirkus verschenkt. Ihr müsst ihn befreien. Wegen der heiligen Orte. Wo finde ich sie? Ihr findet solche Orte in der Onyxbucht, der Roten Wüste in Katai und nahe der Wachfeste im Dunkelwehrgebirge. Wegen des Irfets. Was ist das für eine Kreatur? Er ist ein Wunschwesen. Er kann jede Form annehmen, die er wünscht. Aber für gewöhnlich sucht er sich eine Form, die seinem Wesen entspricht. Ein Irfit kann also von einer bedrohlichen Bestie bis hin zu einem freundlichen Pelztier alles sein. In den alten Tagen gab es viele von ihnen, aber nur wenige sind noch am Leben. Einer von ihnen bewohnte meinen Hain. Der Kaiser erfreute sich so sehr an ihm, dass er ihn in den Palast entführen ließ. Aber er verlor bald das Interesse an der Kreatur und verschenkte sie wie einen Gegenstand, dieser Narr. Wegen der heiligen Orte. Was kann ich tun, um sie zu reinigen? Ich gebe euch diese Samen der Lebenseibe. Versucht, an den heiligen Orten noch einen letzten Rest fruchtbarer Erde zu finden und pflanzt dort je einen Samen. Wenn ihr Erfolg habt, wird dort eine neue Lebenseibe wachsen und mit ihrer Kraft den Ort reinigen. Nehmt euch aber vor den Kreaturen in Acht, die dort unaufhörlich hervorkriechen. Hier die Samen. Gebt gut auf sie Acht. Sie sind wie meine Kinder. Wegen des Irfets. Wo finde ich ihn? Der Kaiser hat ihn an den Zirkus verschenkt.
Dort begaffen ihn nun Schaulustige und lassen ihn zu ihrer Belustigung allerlei Formen annehmen. Ihr solltet ihn nicht mit Gewalt befreien. Vielleicht könnt ihr mit Serbio, dem Herrn des Zirkus, einen Handel eingehen. Ihr solltet mit ihm sprechen. Er arbeitet in der Nähe der Arena in Empyria. Ja. Gut, dann würde ich sagen, speichern wir hier mal wieder. Nebenbei, was mir so aufgefallen ist. Also, erst einmal war das die 600. Folge dieses Let's Plays. Um das noch anzusprechen, bevor ich es wieder vergesse. Und zweitens, ich habe ja den ersten Spielstand Phönix genannt und den zweiten Schatten. Also nach dem Phönixträger und dem Träger der Schattenklinge. Und ja, manchmal bin ich ein Spätzünder. Da ist es mir erst aufgefallen, dass das Add-on ja Schatten des Phönix heißt. Also Shadow of the Phönix. Also eine Kombinationsanspielung aus dem Schattenkrieger und dem Phönixträger ist. Ja, also gut, speichern wir. Das machen wir nächste Folge dann. Ja. Okay, also, bis gleich.